Servus Leid, ich bin's Kurt de Gil und ich bin am Chicken River. Ich habe mich zusammengerissen, mein heute 13. Dezember. Es ist aber nicht der Freitag, sondern der Mittwoch. Und ich mache schon die ganze Woche rum. Und zwar, die Geschichte kennen wir doch alle. Da ist der Australier, der mit seiner Schabs diese 780 und ein paar verquetschte Yats auf diesen Eimer schießt. Den Film kennt der eine oder andere. Ich kann ja da nur 7,5 Joule schießen und habe als überlegt, was mache ich. Hier habe ich eine 150er Feinwerkbau. Das ist jetzt mein Quicklegewehr. Das probiere ich heute. Ich war die Woche in Hauenstein, habe verschiedene Diopter probiert. Das ist jetzt ein Diopter von einer Feinwerkbau 601. Und natürlich ist das keine Schabs. Und ich kann auch keine 780 Yats schießen. Ich stelle jetzt das Papierblättel auf 75 Meter. Da habe ich jetzt gerade einen Scheibeständer stehen und schieße dann mit dem Gewehr auf diese 75 Meter auf den Eimer. Das heißt, ich versuch's. Ich habe die Woche schon in Hauenstein, weil so Scheißwetter war, war ich in Hauenstein am Schießstand. Hätte mal auf 50 Meter geschossen, hätte mir da unten drunter eine Erhöhung drunter gemacht. Naja, da habe ich einen halben Meter drüber geschossen. Es war gar nicht möglich, irgendwie in die Richtung zu kommen. Ich drehe jetzt das Ganze über 140 Umdrehungen, Klicks. Umdrehungen, also 140 Klicks, reiner Verdacht, und schieße dann mal, ob ich irgendwo in die Richtung komme. In die Richtung ist ja klar, ich habe ja schon oft 90 Meter da geschossen und da über so Kamerale. Das Ding will auch nicht scharf machen. Also da über hänge ich die Scheibe hin und schieße von da aus. Aber stehend frei. Das ist das Problem. Ich bin ein schlechter stehend Schießer. Ja. Stehen schießen ist nicht so mein Hobby, aber ich will das mal versuchen. Wenn es nichts wird, fahre ich wieder heim. Sieht aus, wie wenn es bald Schnee geben würde. Und das ist alles matschig da. Macht nicht so richtig Spaß. Ich mache ein paar Schuss und dann wird man sehen, was das Gewehr sagt. Ich bin jetzt halt so in Topform. Eigentlich gehe ich bei dem Wetter nicht vor die Tür. Aber was macht man nicht alles? Die Geschichte mit dem Quickley, dem Australier, will ich bei meinem Westernschießen mit einbauen. Und soll halt nur ein Gag sein. Das Ganze auf 78 Yards. Nur als Späßle. Wie alles, was ich da mache, reine Späßle ist. Ich hole jetzt mal mein Gewehr. So, ich mache mich mal daneben. Wasser haben wir genug. Oh, da hat es einen Haufen Dreck gefangen.
Wow. Da staut's und der Uni staut's. Also ich muss echt aufpassen, dass ich nicht auf die Fresse falle. Ein reißender Fluss. Der Chicken River. Also da war es schon mal breit, weil der Sand ist bis dann überall geschwemmt. Super. War schon lange nicht mehr da. Der Blauschimmel. Ist noch alles so weit. Jetzt gehen wir lieber von deiner Palette runter. Sonst haut es mich noch. Der Wind hat mir ein paar Dosen runtergeschmissen. Das fehlt mir echt im Moment, der Chicken River. Ach, da steht noch eine Scheibe. Da montiere ich es drauf. So, da habe ich die Scheibe aufgebaut. Da ist das Klangziel. Da kann ich mich erst mal da einschießen. Und dann schieße ich 6 Schuss. Also ich versuche es, da drauf zu schießen. So, jetzt gehe ich wieder da rüber. Und hoffe, dass ich mir nicht die Hufe breche. Es ist wirklich sauglatt da im Schlamm. Alles aufgeweicht. Ich mache mal die Kamera aus. Also da über, ich zoome mal rüber. Von da über schieße ich. Da steht das Kamerastativ. Also im Prinzip ein guter Quicklöschuss, wenn es funktioniert. Was alles da angeschwemmt wird. Naja. Da oben sieht es auch heiß aus. Ja. Die Natur verändert sich also wirklich ständig. Vorsichtig über das Brückelchen. So, Dalle. So, jetzt hole ich mein Gewehr. So, ich muss auf die andere Seite. Man sieht mich jetzt nicht. Ich bin da über. Ich habe die Kamera ein bisschen versetzt.
Ich tue mich jetzt mal an dem Klangziel, an dem Sägeblatt einschieße. Wenn es dort Bling macht, dann habe ich mir schon die halbe Miete. Ich habe den Kanister vorne dran getroffen. Das heißt, ich muss noch ein paar Klicks drehen, wenn es der Kanister war. So, und Lenoir Teil dort. Da sind wir noch ein paar hoch. Jetzt bin ich allerdings am Arschlag. Das war gar nichts. Keine Orientierung. Vielleicht war es auch das Brett hinten dran. Aha, das ist das Brett. Also wieder zurück. Bin schon so hoch. Das kann eine Weile dauern, oder? Normalerweise würde ich mich jetzt halt langsam vortasten. 40 Meter, 50 Meter, 60 Meter, 70 Meter und so weiter. Aber der Himmel sieht nicht so gut aus. Reicht nur das eine Blingen. Ich mache die Kamera mal aus, weil bis das erste Blinken kommt, kann noch dauern. Also 10 Schüsse weiter, ungefähr, ich habe sie nicht mitgezählt, eben war der erste Blinken. Ich war viel, viel zu hoch. Jetzt sage ich euch das mal. Ich habe da ein paar ganz feine Markierungen dran gemacht. Ich war ganz oben. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man sieht, da oben sind jetzt ungefähr noch, naja, 5-6 mm nach oben Luft. Ich schieße das mal auf den Bling noch einmal, auf das Sägeblatt. Ich hoffe, dass das noch einmal klappt. Einwandfrei. Also ich kenne den Klang, der war sogar ziemlich in der Mitte. Ich gehe jetzt her, weil, soll ich euch was sagen, ich habe kein Training mehr. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit das Gewehr in der Hand, ich stelle es mal auf den Fuß. Boah, das ist... Ich merke, ich werde alt, die Kraft geht weg. Jetzt schieße ich 6 Schuss direkt auf das Ziel, auf den Eimer. Ich mache mal die Kamera ein bisschen darüber.
Ja, man sieht mich trotzdem nicht. So stehe ich. Also ab jetzt auf das Teil. Ja, ich bin jetzt von dort, wenn ich so schieße, dann sieht man es eventuell noch. Ich habe mich so nur wegen dem Klangziel. Da bin ich so weg, weil der Baum dann im Weg war. So ein schalter Stand brauche ich allerdings. Also 6 Schuss jetzt auf 78 Yards. Also eingeschlagen. Ist er irgendwo? Wo sehe ich natürlich auf die Entfernung nicht. Aber die Einstellung passt. Der war drauf. Ich hoffe, dass er drauf war und nicht hinten in die hinten drauf steht ja auch noch eine große Scheibe. Nicht, dass er da dort drin ist. Das war jetzt der zweite, jetzt bin ich der dritte. Also das klappt ja mal. Boah. Nummer 4. Das Gewehr ist so schwer, wenn man nichts mehr in der Muckis hat. Ach Gott, die alte Feinwerkbau mit dem dicken Lauf, die waren schon schön schwer. Jawohl, das Geräusch ist immer schon beruhigend. Nummer 5. Also abkommen bin ich jedes Mal gut. Ich schieße besser, wie ich gedacht habe. Ich habe einen Keller probiert, weil ich gewackelt wie ein Kuhschwanz. So, der letzte. Absetzen, Kurt, absetzen. Nicht hudle. Jawohl. Ah. Gottele. Also ich bin eigentlich bei jedem Schuss gut abgekommen. Und jetzt gehe ich mal lieber gucken. Ich nehme die Kamera mit. Und ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht so groß, wenn kein Schuss drauf ist. Das wäre peinlich. Aber auch dann zeige ich das. Wenn ich nebendran gerohrt habe, habe ich kein Problem mit. Schalte mal ab, mein Gewehr mache ich dann lieber. So, Kamera abgebaut. Aber ich filme jetzt nicht mehr. Ich brauche alles, dass ich heilen Fuß ist und nicht komm, Kamerad.
So, jetzt haben wir das gleich geschafft. ET steht auch noch da. Sauglatt. Jetzt gehen wir erst mal da auf den Klangziel. Da sieht man direkt die frische von der alten. Die hellere sind die frische. An dem Klang habe ich jetzt gehört, das macht verschiedene Klänge, außer ist es dumpfer und in der Mitte hört man sich das gut an. Jetzt gehen wir da. Das ist ja wirklich saugut. Da oben, über dem 20er ist einer. Also, die sind alle im 20er. Gut, da drauf halten. Unterm Henkel 2, überm Henkel 3 und oben im schwarzen Enner. Ja, beim Wettkampf wird der nicht zählen. Also beim Wettkampf zählen die, wenn er noch ein bisschen weiter runter wäre, ja, wäre auch gekratzt. Aber so wäre es eigentlich nicht. Sauglatt. Sau glatt. Super. Naja. Wenn man das jetzt rumdreht, ist das gar nicht so übel. Aha. Das war jetzt mal wieder Selbstdarstellung. Also traumhaft. Traumhaft die Selbstdarstellung. So, von nun an bist du das Quickly-Gewehr. Gut, dass man das sieht, die Einstellung. Also es misst eigentlich mit dem normalen Diopter, wo es zu der Zeit gegeben hat. Da die ganz normale, das ist ein 600er, aber die, wo auf der 300er und 300er S verbaut sind oder auf der 150er, die dürften da gehen. Aber irgendwas, Moment, das muss ich noch sagen. Es ist nicht allein, dass die Opta ausgetauscht wurde. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, dass das langt. Ich zeige es gleich. Also noch einmal da. Der Traum. Boah, der eine war leider nicht, aber links, rechts, perfekt. Klasse. So, jetzt zeige ich das, warum das Gewehr diese Weide schafft. Ich meine, das Gewehr schafft die Weide, aber die Visierung. Also ich krieg's nicht näher hier. Ich habe da Dachkorn drin und habe das so weit abgefeilt, dass fast nichts mehr da ist. Ich hoffe, man sieht es im Video. Also ich kann jetzt in dem Display nichts erkennen. Nur das Ring, den Ring außenrum und den Lauf. Aber vielleicht sieht man es daheim. Also das habe ich zurecht gefeilt. Das guckt nur ganz minimal unten raus. Und das gibt natürlich jede Menge Höhe. Wahrscheinlich wird man es nicht brauchen. Es könnte gehen im Originalzustand mit so einem Ringkorn. Also es ist
Das ist bei meinem Westerschießer erlaubt, nur keine Optik, kein Redot, kein Zielfernrohr. Aber alles andere, alle Luftgewehre, alle Luftpistole und diese Original-Western-Waffen, also die Nachbaute, die CO2-Waffen, Walter Lever Action und der Colt-Revolver und so weiter, die kriegen einen Bonus gegenüber diesen Gewehren von 5 Punkten, weil die wesentlich schlechter in der Fissierung sind wie so ein Matchgewehr. Aber das wäre jetzt das Quickly-Gewehr. Vielleicht hat einer Lust. 78 Yards. Sei Luftgewehre auspacken. Kimo und Korn oder mit Diopter. Jo, das ist halt Späßle beim Schießen. Der Quickly-Schuss. Man muss immer ein bisschen was Neues machen, damit der Spaß nicht verloren geht. Also wenn ich immer auf dem Schießstand stehe würde, ein Luftgewehr zum Beispiel, 10 Meter, ich schieße jetzt seit 1970, kann ich mir nicht vorstellen, bin ich nicht der Typ dazu, könnte ich nicht machen. Ich habe das eine Leben und immer nur das einselbe. Ich bin ein Suchender. Ich suche immer irgendwas. Neues Späßle. Nicht, dass mir das alte nicht gefällt, aber nicht immer. Nicht immer. Also lieber mal was anderes probieren zwischendrin. Das war jetzt halt mal die Idee. Ich habe meine Scheibe erst einmal durchsucht, dann ist mir dieser Eimer wieder aufgefallen und dann haben wir ja schon mal beschossen. Dann habe ich aber nicht gewusst, wie das der Zusammenhang, ich habe zwar gewusst, das war der Australier, der da den Weitschuss gemacht hat und den Eimer, der reitet fort mit dem Gaul und der Anna sagt, wollte ich ihn noch mal ein bisschen zurücksetzen und dann batsch und der Eimer fliegt in die Luft. Das habe ich mir dann bei YouTube ein paar Mal angeguckt und dann immer mehr Lust. Und dann, was machst du jetzt da draus? Mit der Lever Action, Walter Lever Action probiere ich auch mal. Das könnte auch gehen, habe ich ja schon gemacht, aber sehr schwierig. Da habe ich gedacht, mit Diopter, der ganze Umbau, da ist schon Diopter. Probiere ich mal mit so einem alten Feinwerkbau. Und siehe da, besser wie ich gedacht habe. In Hauenstein habe ich sie schon probiert, aufgelegt, morgens mit der Erhöhung, da ist alles einen halben Meter drüber. Und dann bin ich mittags noch einmal hingefahren, habe die Erhöhung weggemacht und dann aufgelegt geschossen und das war halt 50 Meter sagenhaft. Aufgelegt, war gut, aber dass das jetzt da auf 78 Yards so gut geht, damit habe ich nicht gerechnet und ich freue mich wirklich. Das sind die Sachen, wo mir den Spaß machen. Ich probiere was und freue mich, wenn es geht. Wenn es nicht geht, recht die Welt nicht zusammen. Der Versuch ist, die Technik zu überwinden oder mich einfach zu verbessern, trainieren. Im Moment bin ich nicht so gut drauf. Ich wundere mich jetzt wirklich, dass ich selten, dass ich stehend so gut schieße. Naja. Macht's gut, Leute. Schöne Weihnachten habe ich euch schon ein paar Mal gewünscht in der letzten Filme. Ich wünsche euch deshalb mal einen guten Rutsch. Bleiben gesund. Und wer Lust hat, Quickly-Schuss beim Western-Schießen am Vatertag.
2018 bei YouTube, die den Vorfilm betrachte, bei mir anrufen und ihr müsst halt auf den Anrufbeantworter sprechen. Dann rufe ich zurück und dann erfahrt ihr mehr, was so abgeht. Es sind also 4 Veranstaltungen bis jetzt und Western-Treffe, Western-Schieße mit Grillparty, soweit der Mann, wo das Wetter macht, mitmacht, hier mit Grillparty und lockeres Schieße. Natürlich jetzt nicht anfangen zu weinen, so weit kann ich nicht schießen. Ihr dürft auflegen bei dem Schuss. Und die anderen Schüsse, es gibt noch einen 40 Meter Schuss und einen 30 Meter Schuss. Aber nicht mit dem Gewehr, sondern mit Kimmer und Korn muss da geschossen werden. Ich denke, Walter Lever Action. Das Gewehr ist super und für manche wäre das gar nicht schlecht, anstatt die Kohle in die Luft zu jagen, so Spesslergewehr kaufen, ist gesünder und macht Spaß. Die Zigarette klimmen ab. Ich kenne einen, den habe ich eingeladen. Wow. Western schieße. Ich kaufe mir doch jetzt halt nicht die Western Gewehre da. Naja, hat er ja, ist ja sein Bier, ist ja sein Geld und sein Recht. Muss er ja nicht. Aber genau der haut sich jeden Abend mal 10, 15 Bier in den Kopf und gefallen wie ein Schlot. Wird er sich das Western Gewehr da kaufen, wird er wahrscheinlich ein paar Jahre länger leben. Und vor allen Dingen gesünder. Also ich babbel jetzt schon wieder Scheiße zusammen. Tschüss, guter Rutsch, bis nächstes Jahr. Vor 10 Minuten war ich noch am Chicken River und hätte noch gesagt, es sieht aus, wie wenn es bald schneien wird. Ich habe gerade alles im Auto gehabt, dann hat das losgelegt. Aber volle Lotte. Super.